Fahrer mal durch den Tunnel. Also hier wechseln sich Tunnels und Brücken ab, das ist der wahre Pracht. Also ist hochinteressant, gell, Helle, oder? Absolut. Ja, also und wir sind jetzt auf dem Weg nach Helle-Sylt und von da wollen wir mit der Fähre über den Greianger Fjord nach Greianger fahren. Mal schauen, ob das klappt. Unsere Nacht war übrigens total ruhig hier. Es war hier ein Parkplatz mit einer Grillstelle sogar. Habe ich jetzt heute Morgen festgestellt. Und es waren noch andere Camper hier gestanden. Also, und wir haben das, glaube ich, wieder über Park verneint. Ja. Über Park verneint haben wir den Platz hier gefunden und der war ideal zum Übernachten. War echt toll. So, und jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter und ich zeige euch jetzt auch gleich noch die Helligkeit, die wir draußen haben und die Sonne scheint. Ein Fjord, der jetzt gleich nach dem Tunnel kommt. Ja, mal schauen, ob man was sieht, weil vieles ist hier mit Bäumen umsäumt, dass man gar nichts sieht. Aber ich drehe euch, wir fahren ins Helle. Der Übernachtungsplatz, den wir uns am Vortag rausgesucht hatten, lag wirklich sehr idyllisch. Zunächst dachten wir, da steht schon ein Camper, aber dann fanden wir sogar einen Platz, wo wir dann für uns alleine stehen konnten. Nach einer ruhigen Nacht machten wir uns auf den Weg Richtung Helle-Sylt. Helle-Sylt liegt am Greianger Fjord. Die Fahrt an sich war ein richtiges Erlebnis. Schon allein für die Fahrt würde es sich lohnen, ein Video zu erstellen, aber hier können wir eben nur ein paar Auszüge zeigen. Unter anderem kamen wir zum Infig Fort, an dem dann die Queen Mary 2 gelegen hat. Zu einem sehr günstigen Zeitpunkt sind wir in Helle-Sylt angekommen, sodass wir ohne lange Wartezeiten auf die Fähre Richtung Greianger fahren konnten. Jetzt fahren wir gerade in den Greianger Fjord. Wir sind nicht mit dem Wohnmobil hingefahren nach Greianger, sondern mit der Fähre. Ja. Das kann man machen von Helle-Sylt aus. Ja, und das hat einwandfrei geklappt. Allerdings gilt hier auf dieser Fähre dieser Fährjepass oder Passfährje nicht. Nein. Das ist eine Privatfähre. Und die kostet 165 Euro für unser Wohnmobil und für uns beide. Aber das gönnt man sich,
weil der Kairanger Fort ist ja schon sehr bekannt. Und da mal durchzufahren, das ist eigentlich schon fast ein Muss für jeden Norwegen-Besuch, oder? Ja, vor allen Dingen, ich wollte ja sowieso den Geiranger befahren mit dem Schiff. Also dann hätte man es von Geiranger aus machen müssen. Und ob das günstiger gekommen wäre, keine Ahnung. Spielt ja keine Rolle. Wir haben uns für diese Tour entschieden und bis jetzt ist sie auch noch richtig klasse. Ja, weil wir schauen, dass wir noch ein paar schöne Aufnahmen vom Fjord machen. Habe auch extra mal 360-Grad-Kamera mit an Bord genommen. Und das zeigen wir euch natürlich jetzt alles im Video. Dieses Rinnsal an Wasserfall sind eigentlich 7 Wasserfälle, die vor allen Dingen nach der Schneeschmelze bis in den Juli hinein ausgeprägt senkrecht in den Kairanger fortfließen. Im Volksmund heißt dieser Wasserfall die 7 Schwestern und alle sind ledig, also unverheiratet. Dieser Wasserfall auf der anderen Seite der 7 Schwestern ist der sogenannte Freier. Er wird um sein Begehren, eine der Schwestern zu heiraten, nicht erhört und griff deswegen zur Flasche. Und die Flasche sieht man unten ausgeprägt in dem auseinanderlaufenden Wasserfall. Die Länge des Kairanger Forts beträgt 15 Kilometer, die Breite schwankt zwischen 600 und 1300 Metern. Die höchste Wassertiefe ist in 260 Metern und der steilste Berggipfel am Kairanger Fort ist 1700 Meter hoch.
Nach dem Abenteuer Kairanger Fjord machten wir uns auf die Suche nach einem Platz für die Übernachtung. Kurz vor der Ortschaft Dafjord fanden wir am Straßenrand einen Stellplatz und wie wir da gestanden sind, das zeigen wir euch mit einem kleinen Drohnenflug. Und weiter ging die Fahrt in eine bergige Landschaft zu den weit bekannten Trollstiegen.
war nicht Twisting. Ja, also da gibt es wohl mehrere. In Schweden auch vor allen Dingen, sagt Tom Tom. Aber das sind wohl die spektakulärsten, zumindest in Norwegen. Und die waren auch wirklich nicht schlecht, was sie, oder? Ja, ich habe halt nur gefilmt und der Helle ist die Haarnadelkurven gefahren. Aber ich glaube, so schlimm ist das ja für dich nicht, oder? Nein, das ist nicht schlimm. Das ist ähnlich wie die Alpen. Ich habe bloß schnell jemanden vorbeigelassen. Ja, lass da mal da hin. Kann man noch ein Foto machen. Ah, okay. Ah, ja. Also die Rosi will noch ein Foto machen. Ja. Bleiben wir noch stehen. Vor lauter Filme habe ich nämlich ganz vergessen, ein Foto zu machen. Oder kam gar nicht dazu. Die Rosi ist gerade dazu gekommen, richtig zu schauen, weil sie die 360-Grad-Kamera rausgehalten hat. Und wir hoffen natürlich jetzt, dass wir da ein paar Bilder angefangen haben, dass die Rosi auch was sieht davon, oder? Ja, ich habe es schon gesehen. Ich habe ja nur die Kamera rausgehalten. Ja. Aber ich habe das schon gesehen, dass das auch sehr spektakulär ist. Und doch, hat Spaß gemacht, ja. Und ich bin mit der Drohne dann noch hingeflogen zu den Treustigen. Aber die Sonne war so ungünstig, genau über dem Berg standen, dass ich die Drohne fast da gar nicht mehr richtig zurückbekommen hätte. Dann hat so GPS verloren. Und dann haben wir gedacht, nee, heute ist mal lieber zurück und lass das. Ich weiß es nicht, ob es was aufgenommen ist. Aber entweder habt ihr es dann schon gesehen, ja, oder nicht. Ja, je nachdem. Auf jeden Fall war es schön zu fahren. Das war ein Erlebnis, oder? Ja, sicher. Klar, ist immer ein Erlebnis. Und ihr wisst ja, Helle fährt gern Serpentinen. Ja, klar. Und wir fahren jetzt weiter Richtung Trondheim. Ja, genau. Es geht immer weiter nach oben. Und nächstes Ziel, nächstes großes Ziel außer Trondheim ist Lofoten. Oder sind wir noch weit weg? Da sind wir schon noch ein Stückchen weg, ja. Also man stellt sich das immer so leicht vor, wenn man sagt, wir fahren zum Nordkap, aber ich begreife jetzt erst einmal die Dimensionen. Also ich bin mit Sicherheit kein Unrealist oder ein Fantast, ja, der nicht weiß, auf was er sich einlässt. Aber ich muss wirklich sagen, so zum Nordkap zu fahren, das sind schon Dimensionen an Strecken, die man sich vorher nicht vor Augen hält. Ja, aber wir kommen immer ein Stückchen näher und wir fahren ja auch nicht auf dem direkten Weg. Nein, nein, also wir fahren ja nicht schnurstracks hoch, ja, sondern wir wollen ja auch was sehen, das ist schon ganz klar. Eben. Und euch was zeigen natürlich. So, aber jetzt steige ich nochmal kurz aus. Macht ein Bild ein und das könnt ihr dann auf Instagram anschauen. Vermutlich, wenn es was worden ist. So, während Helle jetzt das Video schneidet, gehe ich einfach ein bisschen spazieren. Viel Spaß. Er hat jetzt keine Zeit. Nein. Also, ich laufe mal ein Stückle. Wenn man alles so trifft auf einem Spaziergang. Hallo ihr zwei, geht's euch gut? Na, wie sie grinsen, geht's nur gut. Wasserfall besichtigt, gehen wir zurück und schauen, wie weit der Helle ist. Der flext keine Wanderschuhe an. Aber ich glaube, das schaffen wir gerade noch. Unser Weg führte uns dann schnurstracks weiter auf den direkten Weg Richtung Trondheim.
Aber vor Trondheim übernachteten wir noch etwas abseits der E6 und trafen uns auch mit Alex und Ralf, die von den Lofoten auf den Rückweg gewesen sind. Unsere Fahrt ging dann weiter nach Trondheim. In Trondheim hatten wir auch wieder Glück mit dem Wetter und fanden auch einen schönen Stellplatz. Das alles zeigen wir euch aber im nächsten Video. Wir hoffen, dieses Video hat euch wieder gefallen und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin auf unserer Reise Richtung Nordkap begleitet.